Oh ja, oh ja. Herzlich willkommen hier bei Perfect Guru, beziehungsweise dem Podcast, dem Haus-Podcast vom Qigong Club. Mein Name ist Corno. Du wirst mich wahrscheinlich schon kennen. Wer noch nicht, ich bin meines Zeichens nach seit 24 Jahren im Qigong-Geschäft tätig. Und so finden wir uns heute in diesem Podcast hier wieder. Egal, ob du mich gerade hörst oder hörst und siehst auf YouTube oder Spotify oder einer anderen Plattform, diesem Podcast beiwohnst. Heute gehen wir wieder mal ins Eingemachte. Wie faul darf denn eigentlich so ein Qigong-Meister sein? Ja, und ich schimpfe mich ja selbst Qigong-Meister. Und gleich um diese Definitionsgeschichten außer Landes zu bringen, zu schaffen. Jeder darf sich Meister nennen, aber normalerweise zu diesem Meisterbegriff, dein eigener Meister muss dich Meister nennen. Meistens passiert das ganz nebenbei. Es gibt auch Qigong-Richtungen, die machen daraus eine große Zeremonie. Aber bei uns, da ist das eher, fällt das mal im Nebensatz und wird nicht weiter darüber gesprochen. So viel zu, wie wichtig es ist, Meister genannt zu werden. Das ist natürlich nicht wichtig. Also dein eigener Meister sagt es, dann du selbst musst auch das Gefühl haben, nicht, dass du der perfekte Mensch bist, aber dass du auf deinem Fachgebiet, Qigong, meisterliche Qualitäten hast, in welcher Form auch immer. Energieabgabe, Seminare geben, so von Herz zu Herz in Menschen reinschauen, ihnen helfen können, was auch immer. Qigong-Meister ist nicht gleich Qigong-Meister. Es gibt da verschiedene Fachgebiete oder auch, dass man in mehreren Fachgebieten sehr gut bewandert ist. Und dann das Dritte natürlich auch, dass es Schüler gibt, die dich Meister nennen. Und nicht, weil du ihnen gesagt hast, du musst mich Meister nennen, sondern weil die selbst mit dir Erfahrungen gesammelt haben, dass sie sagen, das ist kein Qigong-Lehrer, das ist ein Meister. Ich spüre da einen Unterschied. So, und du darfst dich Meister nennen oder Meisterin, wenn du möchtest. Aber das ist so aus der Wudang-Tradition heraus die Geschichte. Aber auch, wenn ich mich Qigong-Meister nenne, immer mit dem Hinweis, das ist das Unwichtigste von allem beim Qigong, ob man nun Meister oder Meisterin ist. Es geht darum, um die Wirkung der Übung, der Kultur, des Spirits, der inneren Haltung. So, und dazu gehört natürlich auch, wenn du jetzt meisterliche Qualitäten erreicht hast, das heißt, du kannst in deinem Bereich von eigener Gesundheit, aber vielleicht auch bei anderen Menschen echt viel bewegen und ja, auch hast da eine gewisse Qualität. Also nicht nur jahrelang geübt und wenn du 10 Jahre dabei warst, dann bist du automatisch Meister. Das passiert nicht automatisch. Und wie gesagt, es ist aus meiner Sicht auch, würde ich sagen, nicht das Ziel. Das Ziel ist, dein Interesse für die Materie und für die Forschung wachzuhalten. Das halte ich für sehr viel wichtiger. Aber in manchen Zusammenhängen immer nur zu sagen, ja, Meister, den Begriff kann man doch einfach begraben. Das nutzt doch niemandem was. Doch, es nutzt noch mal was. Und zwar, wenn du dich ausbilden lässt, dann ist der Unterschied zwischen Lehrer und Meister, dass der Lehrer sozusagen das Wissen, die Techniken formvollendet beherrscht, um sie dir weiter zu vermitteln. Aber auf sehr tiefen inneren Ebenen, da sagt ein Lehrer dann auch manchmal, du, weiß ich jetzt auch nicht. Das oder spezielle Sonderfälle oder so. Und ein Meister, dem musst du normalerweise alles vor die Flinte setzen können und der hat da eine Antwort drauf. Nicht, dass er alles weiß, aber ein Gefühl dafür hat, wie geht man mit so einer Situation um? Mit sich selbst, mit anderen und das auf einer viel tieferen Ebene als ein Qigong-Lehrer. Auch ein Qigong-Lehrer kann dir sagen, du, ich würde jetzt auch 3-mal die Woche Qigong üben an deiner Stelle. Und vielleicht sagt ein Qigong-Meister das Gleiche. Du, an deiner Stelle würde ich mal 3-mal die Woche Qigong üben. Aber von daher, da kann ich dir recht geben, da braucht man keinen Meister. Das ist Meister, Schmeister, braucht man nicht. Aber bei gewissen anderen Geschichten ist das sozusagen ein Zertifikat von, man ist tiefer in der Materie drin. Und genau das gilt auch für Meister-Schüler, dass es aus meiner Sicht da 2 Kategorien gibt. Und auch diese Kategorisierung, die muss ja pragmatisch notwendig sein. Und das ist sie nämlich, dass du Schüler hast, die nach dem Lustprinzip üben, einfach Wellness, Wellbeing und wenn ich Bock habe und wenn ich mal motiviert bin und ja, mache ich gern. Und die Leute, die sagen, ob ich Bock habe oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich mache das. Das ist mir so wichtig, dass das eine hohe Priorität in meinem Leben hat.
Und nicht nur, um gesund zu werden, sondern mich interessiert die Materie so sehr, dass ich da wirklich wie ein Forscher, wie ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin wirklich tiefer rein möchte. Und sagen wir es mal so, diese Verbindlichkeit, die damit in Verbindung steht mit, bei Meisterschülern, die wird belohnt durch einen Meister, dass er, wenn er sieht, wow, derjenige, der ist zuverlässig in seiner Übung, dann lohnt es sich aus, dass ich bei demjenigen viel investiere, wirklich, weil sich mit so einem Schüler zu verbinden, mit dem Energiesystem und mit dem zu arbeiten, das kostet unheimlich viel Energie, nicht nur Zeit, Zeit auch, also individuelle Lehre, aber vor allem die Energie, dass dieses da reinreisen, wie eine Reise in den Energiekörper, in den Geist vom anderen, und das musst du, um den anderen besser zu verstehen. Das ist eine sehr erweiterte Form des Zuhörens und des Zufühlens, sagen wir es mal so. Zufühlen ist dann heute das Wort wahrscheinlich des Tages, dass es nicht nur zu hören gibt, sondern auch mit anderen Sinnen, auch dem Geist, kannst du jemanden wahrnehmen, zuhören und das halt auf vielen tiefen Ebenen, dann kannst du da andere Aussagen treffen und kannst auch auf eine andere Art helfen, auch in Bereichen, wo andere sagen, da weiß ich nicht, ob es das gibt oder ob das sinnvoll ist. Das ist diese Geschichte, aber jetzt kann man sagen, ist ja ungerecht. Also Leute, die dann nicht so viel üben, die kriegen das dann nicht oder was? Ja, das ist so. Die bekommen auch Input über YouTube oder mal Seminare, wenn sie Lust haben. Aber wenn die sagen, ich habe zwar selber keinen Bock, ich selber investiere zwar nur, wenn ich mal Lust habe, aber von dir will ich, lieber Meister, dass du voll für mich da bist, so 100%. Das geht nicht. Das heißt, es ist auch ein bisschen ein Geben und Nehmen, dass sozusagen so ein Grundfundament für alle Schüler angeboten wird. Wir dürfen alle entspannt bleiben und einfach uns das nehmen, was wir brauchen und wollen. Und das ist schön. Und wenn wir das Gefühl haben, Verbindlichkeit macht für mich aber Sinn, dass ich da auch mal Massagemodule besuche im Qigong-Club, also Massageausbildung mache, Lehrerausbildung mache, Übungsleiterausbildung, nicht um des Zertifikats willen, sondern um der Verbindung mit Mitschülern und dem Meister, dass man da vor Ort in der Tiefe lernt und in die Tiefe geht, sich anders anregen und inspirieren lässt als durch YouTube-Videos. Die YouTube-Videos, die sind da eine Ergänzung dazu, aber der Kern findet von Angesicht zu Angesicht statt. Und wo ich drüber sprechen will, dürfen Qigong-Meister faul sein, rede ich jetzt schon wieder völlig andere Dinge. Ist mir vollkommen bewusst, aber darum geht es ja auch hier bei diesem Podcast. Wir bleiben locker und entspannt und mäandern ein bisschen herum. Wir kommen aber auch noch zum Punkt, keine Sorge. Ja, das heißt, da haben wir jetzt schon wieder fast eine ganze Podcast, inhaltlich zumindest eine Podcast-Episode gefüllt mit dieser Frage Meister sein und Meisterschüler und diese Klärung vor allen Dingen. Und auch, dass aus meiner Sicht es nicht nur okay, sondern sehr wichtig ist, dass man als Lehrer einen gewissen Einsatz, wenn du Schüler mit Schülern Verbindungen aufbaust, um sie zu belehren, um sie wachsen zu lassen durch deinen Erfahrungsschatz und durch dein Wissen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht und nicht der Lehrer, weil er bezahlt wird, der hat schön alles zu geben und Schüler machen nur das, was sie wollen, sondern ab einem gewissen Punkt, dass man sich gegenseitig, ich will nicht sagen wie eine Partnerschaft oder wie eine Ehe, aber wie eher ein familiärer Bund, dass man schon sagt, wir machen mal aus vielleicht, wenn ich mal Bock habe, ein verbindlich, weil dann können ganz andere Dinge, dann öffnen sich da ganz andere Möglichkeiten durch Verbindlichkeit. Und du darfst da gern anderer Meinung sein und sagen, alles Quatsch, ich habe da andere Erfahrungen gemacht, aber das sind so die Erfahrungswerte, die wir im Qigong-Club gesammelt haben und aus denen heraus dann halt diese Struktur entstanden ist über die Jahre, dass wir also in Übungsleiter, Lehrer und Meister einteilen und auch in Schüler und Meisterschüler. Und wenn du da Interesse dran hast, Meisterschüler, Schülerin zu werden, das ist, heißt nicht, dass du ein Seminar besuchst und dann bist du es, sondern das ist auch ein Prozess, da macht man erstmal ein, zwei Jahre mit beim Qigong-Club und wenn man das Gefühl hat, jo, das ist so mein Ding, da will ich wirklich investieren, das ist, also Zeit vor allen Dingen. Kostet auch Geld, die Seminare, ja, aber vor allen Dingen, da will ich meine Zeit investieren, will das auch zu Hause weiterüben in meinem Leben und so. Jo, ich habe meinen Weg gefunden, den will ich ernsthaft gehen und nicht immer wieder alle paar Wochen neues Yoga, Pilates, Qigong-Ding suchen. So, ich will ankommen und dann in die Tiefe. Dafür ist der Qigong-Club super geeignet. Also, herzlich willkommen nochmal. Wenn du da Bock zu hast, sei dabei, sei dabei. Und jetzt widmen wir uns den wirklich wichtigen Themen,
darf ein Qigong Meister eigentlich faul sein? Und was ist faul? Was ist faul überhaupt? Da, um dem Thema überhaupt gerecht zu werden, das siehst du natürlich jetzt nicht als Podcast-Zuhörer, sondern als Podcast-Zuschauer auf YouTube. Ich habe mir das jetzt mal, ich bin ja heute hier im Studio oben. Ich habe zwei Etagen. Ich protze richtig in so einem alten kleinen Haus. Eine Etage, wo ich wohne, und eine, wo die Übungshalle ist, der Übungsraum hier, den du siehst, wo wir auch die Seminare und auch die Massageausbildung hier machen. Viele Leute sagen, der Raum sieht größer aus, als er wirklich ist, wenn man das erste Mal hier in Wirklichkeit steht. Auf jeden Fall ist das schön. Und hier kann man schön lernen und hat eine echt angenehme, aus meiner Sicht, angenehme, heimelige Lernatmosphäre und nicht so Physiotherapie-Fortbildung irgendwo, kalte, desinfizierte Atmosphäre. Wir machen das hier ganz warmherzig und menschlich. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt von Massage, Heilung und menschlicher Verbindung. Also deswegen fläze ich mich jetzt hier rum, weil ich kein Sofa zur Verfügung habe gerade. Rücke aber doch nochmal jetzt ein bisschen näher an die Kamera ran. Wunderbar. Dann haben wir das doch auch schon wieder. In dem Sinne, wo waren wir stehen geblieben? Faul sein, genau, Füße hochlegen und so weiter. Inwiefern darf denn das so ein Qigong-Meister eigentlich? Oder ab wann würdest du sagen, so, ach Junge, krieg meinen Arsch hoch? Und jetzt nenne ich mal ein paar Beispiele aus Kommentaren, die ich gelesen habe zuletzt in den letzten Wochen. Und ein paar Beispiele, es werden ein paar Beispiele. Und zwar, eins der Beispiele ist jemand, der geschrieben hat, ich weiß nicht, ob Männlein oder Weiblein, ist auch egal, hat geschrieben so, er würde auch Leute kennen, die irgendwie Qigong lehren oder so, aber die es nicht mal schaffen, ihre eigene Wohnung zu putzen sozusagen. So, sie tun so, als wären sie erleuchtet und wären Meister und so, aber schaffen es nicht mal, also sind so unreif, dass sie nicht mal selber ihre Wohnung sauber machen und putzen, sondern dafür Leute engagieren. Da wurde ich natürlich getriggert, denn, ich spreche es jetzt mal deutlich aus, ich habe eine Reinigungshilfe, die einmal die Woche kommt. Ja. Gönne ich mir. So. Und so hilft man sich gegenseitig. Die hilft mir dabei, ich helfe ihr auf Qigong-Basis. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, ohne Finanzen, ganz einfach. Und die kommt einmal die Woche und hilft mir in meinem Haushalt, also macht eine Grundreinigung. Und jetzt geht die Diskussion los. Also der das geschrieben hat da, wenn der das jetzt wüsste von mir, oder die, ich glaube, da habe ich halt ganz direkt Abonnenten weniger. Und auch jemand, der wirklich in der aller Welt erzählt, so, das ist nicht echt, der Typ betrügt. Der behauptet von sich, er sei Meister und der schafft es nicht mal, seine eigene Wohnung sauber zu machen. So ein fauler Sack und so, ne? Ja, von oben herab. Und bei solchen Geschichten, wenn ich solche Kritiken höre, die ja indirekt, der hat das ja nicht zu mir, der kennt mich ja nicht, der weiß ja nicht, was ich zu Hause mache. Aber, oder vielleicht habe ich es mal in irgendeinem Video erwähnt und er wollte darauf beziehen, so von wegen, redest ja nur Bullshit, weil du hast ja eine Reinigungsfrau. Und ein echter Qigong-Meister, so, der muss ja alltagstauglich sein, ne? Der muss beweisen, dass er selber den Alltag gestalten kann und nicht so verkopft ist und so zu fein für die dreckigen Angelegenheiten. Sagen wir es mal so, natürlich putze ich auch und koche und alles, nur die Grundreinigung einmal die Woche, die gönne ich mir wirklich. Weil erstmal putzen, ich meine, wer mag das? Also es gibt Leute, die mögen das, aber ich hasse es wirklich, putzen. Ist wirklich schlimme Tätigkeit für mich. Und das heißt aber nicht, dass ich mich da nicht drauf einlassen würde. Nur, und ich will mich auch in diesem Video hier nicht rechtfertigen dafür. Also es wird, kein Rechtfertigungsvideo. Nur generell so die Frage. Und es muss auch keine Antwort geben. Du darfst jetzt auch genau das Gleiche denken oder sagen, naja, hat er eigentlich recht. Also ich muss auch meine Wohnung selber machen und habe noch Kinder und sonst was. Ja, ich könnte auch alles immer alleine machen. Aber mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, wo sich viel im Qigong-Club getan hat, dass ich früher immer den Anspruch hatte, ich muss alles allein machen, um zu zeigen, dass man als Qigong-Meister 360 Grad alltagstauglich ist. Also alles selbst machen und alleine machen und so stolz darauf sein. Nur dann bleibst du mit deinem Qigong-Betrieb immer klein. Du hast nur eine gewisse
ist jetzt mal meine Hypothese. Du darfst gern anderer Meinung sein. Nur bei mir ist es zumindest so gewesen, dass wenn du alles, wirklich alle kleinsten Aufgaben, immer alles selbst, also selbst Verantwortung dafür übernimmst, ist ja super, alles selber machst, dich nie unterstützen lässt von anderen, kann man sagen, ganz toll, das ist richtig so eine Type, so eine starke Type und so auch bodenständig, ne, nicht so abgehoben und so. Und der macht auch selber, der putzt auch selber, ist richtig sympathisch, oder? Auch Bescheidenheit, das wird die nächste Folge. Darf ein Qigong-Meister reich sein? Ist ein sehr ähnliches Thema. Ne? Wie reich darf ein Qigong-Meister sein, dass du dem noch vertraust? Jetzt, was sagst du dazu? Da kommen wir nächste Folge zu. Heute jetzt mit faul sein oder sich helfen lassen. Und mir ist aufgefallen, dass ich benutze auch dieses Bild von beide Hände frei haben. Dass beide Hände nicht nur heißt, echt beide Hände frei haben, sondern auch im übertragenen Sinne, dass ich bei meiner Tätigkeit Qigong-Meister sein, Qigong-Club mit Schülern leiten, dass meine Qualität darunter leidet, wenn ich zu viele Alltagsaufgaben habe. Und deswegen, jetzt kommt es, jetzt wird es richtig dicke. Jetzt darfst du neidisch werden. Steffen, der organisiert ja mit mir zusammen den Qigong-Club, der Mann im Hintergrund, Schüler von mir, ein sehr alter, ehrwürdiger Schüler von mir, der macht einen Großteil sogar meiner Finanzen, ja, dass der das ordnet, Belege, sonst was, Steuergeschichten für die Steuerberaterin. Auch die Steuer mache ich nicht selber. Ich habe eine Steuerberaterin. Oh Gott, Korno, was machst du denn den ganzen Tag, wenn du nicht putzt und nicht Steuern machst? Was machst du denn dann? Nur Fernsehen und faul sein, in der Ecke rumliegen? Ja. Ja, nein, ich liege natürlich zwar in der Ecke rum, aber spreche dabei, ich mache Podcasts. Jetzt kann man ja sagen, ja toll, das ist alles nicht echt. Während die anderen schuften, meint er als Labertasche hier sich zu vergnügen und dass das dann ausreichend ist. Ja, mit gutem Gewissen, Korno, hast du ein gutes Gewissen? Oder haben wir dich jetzt alle getriggert hier und du versuchst dich zu verteidigen, dass dein Leben doch in Ordnung ist? Aber eigentlich ja nicht, weil ich müsste ja alles selber machen. Und ja, nochmal, ich gebe dir recht, alles selber machen. Ich fände es sehr viel sympathischer, wenn ich von einem Qigong-Lehrer oder einer Lehrerin oder Meister, Meisterin höre, wow, derjenige lebt bescheiden, putzt selber, lebt ganz einfach, ist total glücklich mit nichts. Boah, da denke ich mir, Alter, wie sympathisch. Ja, aber wenn jetzt so ein Qigong-Meister im Privatjet fliegt und sich den Sonnenschirm tragen lässt, ja, auf der Straße und wirklich so alles, nicht mal die Schuhe werden selber zugebunden, obwohl das kann. Nicht mal die Schuhe werden selber zugebunden. Ab wann zieht man da die Grenzen, dass man sagt so, nee, also Po abwischen sollte auch, egal wie gestresst ein Qigong-Meister ist, sollte er noch selber können und machen. Ja, sowas. Also ich finde so eine Frage sehr spannend, da die Grenzen auszuloten. Und das Schöne ist, wir müssen nicht die gleichen Grenzen haben. Also du kannst jetzt ja wieder Quizshow-mäßig mitdenken, miträtseln, mitraten in dir, was für dich stimmig erscheint. So, und wir haben jetzt hier schon mal das Beispiel mit Reinigungshilfe einmal die Woche und mit Finanzsteuerhilfe. Und ich merke, seitdem ich diese beiden Elemente, Steuer seit, weiß nicht, halbem Jahr, einem Jahr und Reinigungshilfe 2 Jahre jetzt, 3 Jahre ungefähr. Ganz früher hatte ich sie ja schon mal, aber jetzt wieder. Und stellt sich dann die Frage für mich, okay, was hat sich verändert? Die Zeit, die ich spare, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur die Zeit, wo ich sitze oder wo ich putze oder wo ich da sitze und mir Gedanken über die Steuern mache, sondern es ist ja diese innere Beschäftigung mit dem Thema. Das Innere, ich muss das strukturieren, dafür Zeit finden und. Und das, merke ich, nimmt ganz viel von Qualität und Tiefe. Das heißt, wenn ich weiß, okay, das Wichtigste für mich, Itientung-Methode, das heißt, den wesentlichen Punkt finden, den Schlüsselpunkt finden in meinem Leben. Und ich würde, wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, davon ausgehen, was ist mein wichtigstes, großes Ziel und wird das dadurch unterstützt oder eher gedämpft und eher kaputt gemacht? Ist das konstruktiv oder destruktiv, so ein Handeln für das Große und Ganze? Und das Große ist für mich persönlich, das ist auch mal wieder ein wichtiges Thema eigentlich, also für mich sehr, sehr persönlich ist, dass
diese Schule, Wudang Nei Dan Gong, dessen Schüler ich bin, und mein Meister ist Großmeister Dan Gong Zhong. Das ist der Vertreter von diesem Zweig. Da gibt es nicht 300 Meister, sondern das ist er. Und nach ihm, welche Schüler hat er, die dieses Wissen komplett, das ist, der Wissensschatz ist sehr groß. Es sind allein 7 Wissensschätze, unter anderem Qigong natürlich, Energiemassage und, Seminare geben. Habe ich auch eigene Videos zu gemacht. Kannst du dir angucken. Die 7 Schätze, bla bla bla. Irgendwie sowas. Und da ist jetzt dann die Frage, es gibt außer mir, wenn ich ehrlich bin, niemanden, auch nicht in China, keinen Chinesen, der diesen kompletten Wissensschatz, also all die Jahre, wo dieser Wissensschatz aufgebaut wurde, die ganze Zeit dabei war. Wie ein Film. Ich bin der Einzige, der diesen Film ganz geguckt hat. Alle anderen haben mal zwischendurch 5 Minuten reingeguckt. Oder die erste Hälfte geguckt. Oder die zweite Hälfte geguckt. Ich habe den ganzen Film geguckt. Von meinem Meister. Und es gibt auch Schüler, die auch andere Schüler, die sehr viel mitbekommen haben. Aber ich würde mal sagen, ob ich es nun gut finde oder nicht, das ist keine Selbstbeweihräucherung. Ganz neutral gesagt, habe ich den größten Wissensschnitt von allen. Wissensdurchschnitt, wie sagt man? Oder die größte Wissensmenge, Erfahrungsmenge. Und auch die meiste Erfahrung mit Seminaren und Schülern. Weil die anderen hatten dann ihre Familie und ihre Arbeit und im Konzern und das und hier und ständig keine Zeit. Und ich habe gesagt, mein Leben ist schon, seitdem ich 20 bin, hauptberuflich Qigong. 21. Mit 21 habe ich angefangen. Seitdem ich 21 bin, 1999, seitdem ist mein Hauptding Qigong. Und natürlich bietet es sich da an, dass ich da den Qigong-Schatz weitergebe. Nur, es geht nicht darum, das ist nicht wie, ich bin Grundschullehrer und bringe den Kindern 1+1=2 bei, sondern Qigong hat ja als Spezialität, also die Kunst, mit Lebensenergie umzugehen, dass wir in die Tiefe gehen. Also nicht nur flaches, ein- oder zweidimensionales Wissen weitergeben, was in Einzelfällen hilft, sondern wir wollen sozusagen ein Lebensgefühl und eine innere Haltung, ein Spirit weitergeben und den auch möglichst unverfälscht, obwohl die heute aktuelle Zeit mit, ich sage nur Social Media, Handy und Technologisierung und Unsicherheit, global, Klimaerwärmung und bla 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 bla, obwohl wir in dieser Zeit leben, mit so vielen Herausforderungen und so viel Veränderung für den menschlichen Geist, das Herz und unser Leben und unsere Gesundheit, auch als Gesellschaft, dass aus meiner Sicht diese Tiefe ganz wichtig ist. Und nur jetzt kriegst du mal von mir so das Ding, diese Tiefe, die geht sehr schnell verloren, je mehr ich im Außen, im Alltag, das ist leider so, je mehr ich da regeln muss, je mehr ich zu Ämtern hin muss, um da was zu regeln, einkaufen muss und dies muss und jenes und ich muss immer im Kopf haben die 1000 Dinge, die ich noch vorhabe, da fehlt mir der Raum. Und das habe ich gemerkt auf Seminarreisen, wo Steffen mitgereist ist, jetzt seit ein paar Jahren macht er das. Und wo ich gemerkt habe, da nimmt er mir fast alles ab. Also der kocht mir sogar auch mal einen Tee. Normal lebe ich ja allein, ich mache alles selber. Auch der Podcast hier, ja, alles, ich mache alles hier, wieder mein Roadcaster und so. Alles komplett alleine. Und auch nicht dann, dann gebe ich das ab und andere schneiden das für mich. Alles alleine und nicht so, dass das so toll ist, sondern alleine diese Tätigkeiten hier, die schreien danach, dass die auf Dauer, ich mache das zwar eigentlich ganz gerne, das Drehen, das Schneiden jetzt nicht, aber das Drehen mag ich gerne, aber dass ich auch noch hinter der Kamera bin und das alles voll automatisieren muss und mich darauf konzentrieren muss, dass ich scharf gestellt bin, dass auf der Speicherkarte genug Platz ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich auf dem Schirm haben muss und die nehmen Kapazität weg von, dass ich auch beim Podcast in die Tiefe gehen kann. Das heißt, mein Tipp an mich wäre mal, wenn ich mich coachen würde, Corno, kümmere dich möglichst schnell darum, dass, ob du willst oder nicht, dir möglichst alles im Alltag abgenommen wird. Du hast 45 Jahre lang deinen Alltag selbst gestaltet, du kannst das, du bist nicht faul, du kannst selber ein geordnetes Leben führen, hast du bewiesen. Aber deine Aufgabe ist jetzt nicht, dass du einen Ein-Personen-Haushalt in Ordnung führst. Deine Aufgabe ist, diesen Wissensschatz weiterzugeben. Und da musst du gucken, was brauche ich dafür? Ich brauche freie Hände und vor allen Dingen inneren Raum brauche ich dafür, damit ich Inhalte besser entwickeln kann und
Nochmal, ich kann auch so, ich hoffe doch, die Inhalte sind bislang schon ganz gut. Ich versuche das auch immer weiter zu optimieren, aber ich will mich weiterentwickeln. Ich will besser werden. Besser heißt für mich, noch mehr in die Tiefe gehen. Wenn ich über das gleiche Thema spreche, die gleiche Zeit, eine halbe Stunde lang, dass du danach ein anderes Gefühl hast, weil ich mehr inneren Raum habe und dadurch noch mehr Feinheit, noch mehr Tiefe in die Worte, ins Sprechen, in diese Bewegung kommt. Und das, wie gesagt, ich würde sagen, ja, ist ja toll, aber eigentlich willst du damit nur sagen, du hast keinen Bock auf Haushalt oder auf was, auf Dinge, die dir keinen Spaß machen. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, ich habe da echt auch keinen Bock drauf, aber immer so diesen inneren Zwang, gerade deshalb muss ich es ja machen, weil ich sonst ein schlechter Mensch bin. Wenn ich mir da helfen lasse, dann sehen das ja irgendwann alle, dass ich nicht mal selber die Grundreinigung meiner Wohnung mache. Und das ist peinlich, da schäme ich mich ja für, dass ich das andere für mich machen lasse. Und da dieses neue Denken, da merkst du, da bin ich auch noch ganz klein und muss auch noch reifen, dass ich mich da hineinbegebe in meine Rolle und sage, das ist nun mal meine Rolle, ob mir das gefällt oder nicht. Und wenn mir mehrere Male auffällt auf Seminarreisen, wo dann jemand ist, der, wo ich wirklich so gut wie nichts für den Alltag machen muss, dass ich wirklich merke, mein Denken, mein Geist arbeitet noch mal ganz anders auf einer anderen Ebene und sieht viel tiefer noch in Zusammenhänge rein, in Seminar Strukturen rein, in Schüler rein. Und da kann ich wirklich ganz anders arbeiten. Also ich kann es nicht besser beschreiben als mit den Worten wirklich beide Hände frei haben. Und daher, jetzt kommen wir mal in den letzten paar Minuten noch zu den, das soll jetzt nicht Rechtfertigung sein, nur nochmal so lustig, dass ich früher selber echt Probleme damit hatte, wenn so Meistern, ich sag nur mal das klassische Beispiel, wenn ein Meister einen Sonnenschirm getragen wird, den könnte der auch selber tragen. Den Sonnenschirm, wenn er im Schatten laufen will in Südostasien oder so. Aber dann ist da so ein persönlicher Aufwärter, so heißt das dann, ein Diener, der ihm sozusagen echt den Schirm trägt, den Tee reicht und so beim Meister dann auch. Dem wird alles gereicht, dem werden auch die Schuhe angezogen und so. Obwohl der ist auch jetzt Mitte 70 und da darf man da auch mal behilflich sein. Das ist auch nett, also dass dann die ganze Gruppe ihm dabei zuguckt, wie er ächzen und wanken versucht, sich den Schuh zuzumachen. Finde ich auch. Das ist okay. Aber wie gesagt, ich bin ja noch nicht jetzt 75 oder 80 und von mir erwartet man normalerweise, du bist doch fit und frisch, alles selber machen. Und wie gesagt, ich sag dir nochmal, ich mag vieles auch selber machen und so, aber muss mich da langsam hineingewöhnen, dass ich sehe, was eigentlich wichtig ist. Und wenn die Vermittlung des Wissensschatzes meine Nummer eins in meinem Leben ist, und das ist es, diese Klarheit habe ich, das ist mein Weg, ob ich will oder nicht. Und das Coole ist, ich will. Das ist schön, ein schöner Weg. Dass es dann auch okay ist, dass ab einem gewissen Punkt dann solche Alltagsaufgaben, weil ja Qigong ist ja eigentlich dieses sei pragmatisch, entferne dich nicht vom Alltag, sei nicht verkopft, abgehoben, esoterisch auf Wolke 7, sondern hier mit beiden Beinen fest im Leben stehend. Das ist unser Style. Und dann sollte man sich echt zweimal überlegen, ob man nicht selber putzt oder ob man anderen für sich putzen lässt, weil das ja diese Bodenständigkeit ist, ne? Dass man wirklich in Kontakt mit dem ganz normalen Leben ist und nicht nur noch am Philosophieren und Sprechen, wie andere sich verhalten sollen. Du, ich sag dir heute, deine neuen drei Lebensregeln, die ich dir heute gebe, und das ist meine Arbeit für heute, dass ich dir diese Lebensregeln, die du dann umsetzt, ob ich die umsetze, das lassen wir mal offen sein, ja? Sieht ja keiner hinter der Kamera. Aber weißt du, so solche Geschichten oder mir halt den Sonnenschirm tragen lasse, da habe ich früher immer das belächelt oder auch gesagt, Mensch, das aber, eigentlich habe ich lieber einen Meister, der sich nicht von vorn bis hinten bedienen lässt, so patriarchisch, ne? Sondern der eher sein Leben selbst in die Hand nimmt, finde ich sehr viel sympathischer. Ist heute auch noch so, nur ich muss da langsam echt meine Denke ändern und langsam akzeptieren, dass es sicherlich auch Meister gibt, die sich da übertrieben bedienen und massieren lassen und sonst was gönnen, aber dass es auch ein gesundes Mittelmaß gibt und es im Moment in die Richtung geht, ich leider versuchen muss, so viel wie möglich an alltäglichen Dingen abzugeben, um ein noch besserer Lehrer, Meister sein zu können, um noch mehr Menschen auf eine noch tiefere Art, ich sage nochmal, noch mehr Dimensionen dazu nehmen zu können. Und es der Dimensionen gibt es viele beim Qigong, die man gleichzeitig lehrt. Wunderbar. Also in dem Sinne, ja, haben wir heute mal über das Faulsein gesprochen und die Frage in den Raum gestellt, wie faul darf man sein? Das gilt nicht nur für Meister. Du hast wahrscheinlich auch schon gemerkt, das kann man auch auf andere Bereiche
übertragen und auch auf dich, so dass man mal sagt, so, was fändest du sympathisch? Und nicht nur bei mir, sondern bei dir selbst. So, wo du sagst, so, das möchte ich auf jeden Fall selber, weil ich finde es unsympathisch, wenn ein anderer für mich putzt. Das will ich selber machen oder auch nicht. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare, falls du eine Kommentarfunktion gerade griffbereit hast. Was so deine Meinung dazu ist, interessiert mich brennend, wirklich. Also, dann haben wir es, würde ich mal sagen, für heute. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter, als mich zu verabschieden. Und bei der nächsten Episode geht es dann weiter. Bis dann. Ciao.